Mörder ist kein Gerechter, nicht einer ist aus sich gerecht. Denn Menschenkraft kann uns nicht erretten, Eigenkraft macht alles schlecht. Wir sind Schuldner gegen Gott und Menschen, Schwäche quält uns alle groß und klein. Nur wer das reuevoll wirklich einsieht, für den wird Hoffnung sein. Lass dir tun, das wollen wir nicht. Was wir wollen, das tun wir nicht. Was wir sagen, das denken wir nicht. Und was wir denken, das sagen wir nicht. Was wir sollten, vermögen wir nicht. Was wir wollten, bekamen wir nicht. Was wir suchten, das fanden wir nicht. Was wir fanden, suchten wir nicht. Gottes Allmacht wohnt in jedem Menschen drin. Da gibt's nicht einen, in dem Gott nicht ist. Ja, in Moslems und Buddhisten, selbst in schlimmsten Atheisten, Gott in allen ist nicht Jude oder Christ. Gottes Allmacht wohnt in jedem Menschen drin. Da gibt's nicht einen, in dem Gott nicht ist. Ja, in Moslems und Buddhisten, selbst in schlimmsten Atheisten, Gott in allen ist nicht Jude oder Christ. Ist der eine in allen drin. Und wir alle können alles durch ihn. Wir wirken Gottes Vollkommenheit aus, bis an die Enden der Erde hin. Gott ist der eine in allen drin. Und wir alle können alles durch ihn. Wir wirken Gottes Vollkommenheit aus, bis an die Enden der Erde hin. Bis an die Enden. Sie lässt nicht Frau und Kinder, nicht Chefs und Väter aus. Die Vollkommenheit Gottes in uns, sie vermag viel, unendlich viel. Doch erwächst sie von der Basis aus zum Ziel. Von zu Hause aus, von zu Hause hin zum Ziel. Mein Himmel! Halleluja! Ja. Und ich kann es euch versprechen, das ist nicht eine Show. Das ist nicht eine Show, das ist echt, das versichere ich dir. Wir gehen nie ins Bett zum Beispiel, seit Jahrzehnten nicht, ohne nicht aufgeräumt zu haben, ohne nicht clean zu sein. An der Basis beginnt das wirkliche göttliche Leben. Das ist die erste Priorität und alles andere kommt nachher.